YouTube noch. Jeden hart und los. Neue Name, fuck, was habe ich denn? 12er Tierrate, 3 Damage. Das ist negative. Was macht das negative? Ich habe vorhin schon mal gefragt, aber ich glaube, es hat mir keiner gesagt. Ich habe es überlesen. Ups. Negative. Damage all enemies in the room for 40 damage when hit down to half heart remaining. Okay. Gives you access to the dark room floor when unlocked. Okay. Das brauche ich nicht. Jetzt habe ich noch den Furz. Toll. Und 3 Herzen. Das ist schön. XL, irgendein Fluch. XL. Das ist XL. Scheiße. Semi der Start, ne? Okay, wir sehen schon mal Geheimräume. Das ist nett. Alter. Beim zweiten Gegner den, aber eigentlich beim ersten Gegner den Devil Deal verdummbeutelt, ne? Klasse. Oh Gott. Mit Spinnen drin, das kenne ich überhaupt nicht. Das ist scheiße. Kann ich nicht schön Runden drehen. Alter. Really? Die Niki hat zugeschlagen. Nein, es ist kein Drama hier, aber ist auch nicht optimal, ne? Gibt es einen Tipp für die Ultra Hard Challenge? Nein. Einfach nur Damage vermeiden und hoffen, dass du ein Buch bekommst oder sowas, was dir Herzchen gibt. Das ist alles. Ich habe auch lange gebraucht für die Ultra Hard Challenge. Und das ist auch die einzige Challenge im zweiten Save Slot, die mir noch fehlt. Bin ich noch gar nicht angegangen. Einfach Item Luck haben und wirklich so lange durchhalten, wie es geht. Das Schlimmste war, da gibt es auch einen geilen Clip zu auf meinem Kanal. Ich hatte... Boah, ich war in Wurms 2, glaube ich, kurz vor Mom und hatte, ich glaube, 9 oder 10 Herzchen, alle gefüllt. Und ich nehme aus einer roten Kiste ein Blind-Item auf und es war Dead Cat. Schießt du da mit einem Herzchen. Grauenhaft war das. Oh Gott. Grauenhaft war das, sage ich euch. Fuck! Ja, ultra hart ist wirklich eine schwere Challenge. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchen Item kommen, bis ich sie das dann geschafft habe.
Start gefällt mir überhaupt nicht, aber wirklich überhaupt nicht. Der Eyeshot ist nicht schlecht, der prockt nur so selten, ne? Ey, ich hab aber auch noch Räume hier, leck mich fett. Alter, ich habe keinen Bock nochmal getroffen zu werden. Komm jetzt her, Spinne. Was sind denn das? Sind alles neue Räume. Die habe ich alle noch nicht gesehen, die Räume. Das super Geheimraum sein. Echt? Habe ich das? Weiß ich gar nicht mehr. Bei dem ersten Durchlauf oder jetzt bei der 2.0er? Beim ersten normalerweise, ne? Beim zweiten, bei jetzt glaube ich, habe ich das nicht genutzt. Oh, guck mal da, das ist ja nett. Small Rock? Nein. Och, nö. Ja, das läuft nicht so gut hier. Ich muss alles mitnehmen, was jetzt geht. Jetzt halt halb eins oder so wieder, bis das Spiel vorbei ist, ne? So. Mir sind noch keine Herzen gedroppt. Nichts. So, bitte hier was Gutes. Okay, Double Bomb ist okay. Aber auch keine Herzchen. Mit das hier mal. Und dann zum Boss, ne? Die Runde braucht einen Prim. Ich bin dabei. Im Notfall habe ich noch eine Elgis, wenn es ganz eng werden sollte. Oh, echt jetzt? Ist der Spinnen spawnt, ne? Meine. Ah! Okay, bei dem ist es noch egal, wenn ich ein bisschen getroffen werde. Aber nicht zu viel, bitte. Das ist nett, dankeschön. Junge! Endlich. Alter, jetzt habe ich noch die Devil die Chance gegen Pin verspielt. Beim ersten Durchlauf, das kann sein, das ist schon so lange her, das hab ich nicht mal auf dem Schirm.
Stimmt, das habe ich in der, im zweiten Durchlauf sogar gesagt, glaube ich. Dass ich da aufpassen muss, dass das nicht passiert. Also das war mal eine ganz schlechte erste XXL-Ebene. Boah, was war denn nochmal im Shop? Ist da noch irgendwas Sinnvolles? Nee, da war nichts mehr. Schlüssel vielleicht? Nein. Ich mach das mal für den Doppelbombe. Oh, hat gepasst, ne? Na, 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 na. Okay, kein Steinchen mehr. Hier unten noch irgendwo was? Nö. Die Runde braucht definitiv einen Prim. Darf ich halt nicht verdummbeuteln hier. Hab Angst um diesen Run. Respekt habe ich vor diesem Run. Negatives Luck. Weiß ich nicht, ob das dann noch, ob du bei Null Luck halt eine gewisse Chance hast, dass irgendwas brockt. Und bei Negativ dann noch weniger Chance. Weiß ich nicht. Nah. Ja, werf deine eigene, deine eigenen Fuzis ab, finde ich gut. Uiuiui. Ace-Karten, ne? Nicht noch weniger droppt, brockt. Also diese ganzen Special-Effekte von den Tiers zum Beispiel und so. Genau. Also du schießt die auch bei Null Luck vom Prinzip, nur halt ab und zu. Und wenn das ins Minus, in den Minusbereich geht, schießt du diese ganzen Tiers noch seltener. Oh Gott, ich hasse diesen Raum. Ja, hat einen ganzen getroffen. Ah, jetzt bleibt er auch noch stehen. Ich muss hier durch. Ich hoffe, dass ich mit der Bombe mehr treffe, aber... Nope! Da ist der Boss. Muss ich gleich rein, ne? Muss ich direkt rein. Obwohl er nicht so schwer ist. Ich könnte ihm sogar eine Bombe ins Maul jagen. Oh nein, es hat nicht funktioniert. Nur nicht treffen lassen. Ah, wieder nicht. Wenigstens mal ein Orbital oder so, das wäre sehr nett. Oh, das ist eine blöde Situation hier unten. Okay, ich komme noch raus. Gut. Ist eigentlich nicht so drei Kugeln, natürlich! Sterb schon.
Really? Nochmal? Alter, es sind ja, es ist aber auch brutal, oder? Kein Cartridges? Nein. Nein. Werde ich mir nicht antun. Ja. Ja, muss ich mitnehmen, ne? Ja, gibt auch Herzchen dazu, nice. Okay. Nein. Oh, die haben aber eine fette Tier-Rate, die Eye-Shots. Nein, nein. An Weihnachten bin ich auch nicht da, also an Weihnachten selbst bin ich nicht da. Oh, da bin ich fast da unten reingerast. Risiko gehen und weiter in die nächste Ebene. Hollow Knight soll nicht ganz so gut sein wie jetzt zum Beispiel Isaac oder sowas anderes. Oder The End is Nigh oder wie zum Beispiel, da gibt es noch so ein neues, ich weiß nicht mehr wie das heißt. Oder zum Beispiel Ori and the Blind Forest. Fuck! Ich hab nicht gesehen, dass da eine Sackgasse ist oder dass da so ein Bömmel hinten dran ist. Ich weiß nicht, da werde ich wahrscheinlich eher nicht spielen. Ori and the Blind Forest 2. Alter! Ori and the Blind Forest 2 wäre geil. Soll auch kommen, es wurde angekündigt zumindest. Da habe ich riesig Bock drauf. Hollow Knight ist episch. Echt? Okay. So, wenn man sich da rechts was anguckt, so itemtechnisch ist das nicht so toll, ne? So zum Beispiel Tough Shot. Meinst du damit? Ich hab gerade den Zusammenhang nicht. Really? So weit schießt der junge Mann? Dann muss ich den wohl töten. Und der macht auch noch ein ganzes Herzschaden? Hi Timbo, grüß dich. Ich brauche eigentlich hier Dings, ne? Red Candle ist schon nice. Soll ja bald Adventure auf Bumbo kommen? Ja, genau, da freue ich mich auch drauf. Ja, rote Kerze nehme ich mit. Klar.
Kann ich jetzt das Bett nutzen, weil ich ja schon so ein blaues Herz habe? Nein. Das geht wirklich nur, wenn du gar keinen roten hast, kann das sein? Das hat nichts mit Full HP zu tun, glaube ich. Ach, da oben, guck mal. War ich da drin? Nee, ne? Nee. Oh, Little Steven wäre jetzt geil. Nicht Little Steven, sondern der große Steven. Ich hatte auch noch nicht gehabt. So irgendein Damage Multiplier oder sowas. Habe ich auch noch nicht gehabt. Oder Left Hand. Warum nicht, ne? Alles klar? Ja, natürlich. Aber die Streak noch nicht verloren, also alles klar. Es baut sich so langsam was auf hier. Finde ich gut. Ja, man sollte dann halt auch noch treffen mit der Candle, ne? Ah, der kommt doch nochmal zurück, Gorby. Passt doch auf. Warum macht mir das ein ganzes Herzschaden, bitte? Ist das immer so? Ach so. Ja, die schießt man dann öfters zum Beispiel. Ja, okay. So war das gemeint. Alles klar. Scheiße. Jetzt verliere ich gleich wieder einen Devil Deal. Naja, ist eh nur eine 33% Chance. Ich bin so scheiße. Oh, oh. Das ist eine scheiß Situation hier gerade. Okay. Nice. Danke. Das hier ist eigentlich noch geiler, ne? Beide mitnehmen, beide. Nee, das hier muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh, Curved Horn oder die Glühbirne? Beide wäre geil, aber ich hoffe halt auf blaue Herzen in den roten Kisten. Ja, ich fresse im Moment sehr viel Damage. Ich spiele im Moment nicht gut, da gab es schon bessere Phasen. Ein Stachelraum. Ja, aber da kriege ich ja Schaden, wenn ich reingehe. Jetzt kann ich vielleicht rein, weil hier ein Herzchen liegt, aber nur ein halbes. Beide? Nee. Glühbirne ist halt cooler eigentlich. Ah nee, die Glühbirne macht ja nur... Ah, nee, dann natürlich Curved Horn. So. Nimm's mit.
Was macht der denn? Habt ihr gesehen, wie der rumgeflitzt ist gerade? Gottes Willen. Also ein blaues Herzchen wäre schon ganz nice. Die Knochentypen habe ich, als ich angefangen habe, spielen, haben mich sehr oft getroffen. Ja, das ist schlimm. Ja, und die sind auch ätzend. Beides Hassgegner, korrekt. Ja, da war ein blaues Herz, ich hab's nicht mitgenommen. Oh, ah, ne, ich behalte die Red Candle. Ist cooler. Ach, nein, auch nicht. Ich guck erstmal, was es noch so gibt. So, jetzt können wir oben reingehen. Jetzt bin ich bei euch. Und da drin dann sterben, ne? Oh, Säcke, haut immer alles raus, was geht. Finde ich gut. Da ist noch einer nicht treffen lassen. Oh, ich hab gedacht, sind beide tot. Jetzt wäre ich kaputt gewesen. Nee, ich hab noch Elches zum Rauskommen. Boah. Gott, Herzstillstand gerade. Taucht er direkt vor mir auf. Hatte gedacht, der eine hat den anderen mitgenommen. Von wem bekommst du den? Nein, mach ich's nicht. Ist mir zu risky. Jetzt steht wäre schon nice. Nice, perfekt. Oh, das ist optimal. Muss ich halt oben rerollen, mir noch ein paar Herzen einfach rauslassen. Ich krieg ja keine Münzen mehr, ne? So, einfach zur Sicherheit. Und I'm dead, das ist doch geil. Zum Glück habe ich mir mehr Herzen mitgenommen. Okay, er ist tot. Glück gehabt. Oh, ein Träumchen. Der dunkle Bummel. So geil. Sehr cool. Ich weiß, wegen einem halben Herzen da hochlaufen, aber macht man nicht alles, ne?
Trinkets sind cool. Run läuft so langsam gut an. So. Als Blackberry, oder? Curse of the Labyrinth wieder. Jetzt, wo ich genug habe und mal einen Devil Deal bekommen könnte, nee. Oh, habe ich den echt vorbeigeworfen? Okay. Danke. Oh nein, warum ist er nicht bis zu mir gesprungen? Er ist doch dumm. Elex durch, ja, Trailer. Elex komplett durch. Also komplett. Die Main Story plus alles so ein bisschen, was danach noch kommt. Gibt noch bestimmt genug zu tun, aber nicht mehr für mich. Fuck. Nicht mehr für mich. Irgendwann mal vielleicht noch, aber das sage ich immer und dann machst du es eh immer, ne? Ist halt leider so. Da muss schon ein Riesen. Oh, das ist nett. Da muss schon ein Riesen Sommerloch kommen irgendwann. Wer macht sowas? Okay. Ja, habe ich auch gesagt, dass ich das... Das habe ich sogar, nachdem ich es beendet habe, habe ich sogar noch einmal oder zweimal gestreamt sogar. Fuck! Scheiß Chatguckerei und Laberei. Habe ich sogar noch ein, zweimal gestreamt. Cartridges? Nein, das ist mir zu greedy. Ja, komm, jetzt können wir es eigentlich machen. Scheiß drauf, da ist ein Gapio-Item drin. Ja. Ja, gibt so viele, die spielen, also sowas, da darfst du halt nichts mehr anderes spielen in dem Moment, ne? Wenn du so Fallout jetzt wirklich nerden willst oder sowas, kannst du ja noch so viel machen. Da habe ich halt wirklich noch nicht viel gemacht, muss ich sagen, in Fallout. Also da gibt es bestimmt noch einiges zu tun. Da habe ich auch noch, war ich im Süden und so, war ich fast noch gar nicht. Da gibt es bestimmt noch einen Haufen Quests. Danke, Dark Bomb. Oh. Du stirbst eh.
Ach, der war zu nah. Ja, Darkbahn. Danke. Habe ich halt schon gespielt. Das mache ich nicht mehr. Das ist halt zu langweilig für mich. Das ist ein Community-Spiel? Warum ist Fallout ein Community-Spiel? Oh Mann! Gobby. Ist der denn gelb? Kann ich den treffen? Warum ist der denn gelb? Wegen Entscheidungen treffen oder was, Ozek? Bei Fallout? Da wäre Elex aber besser gewesen. Oder ist Elex besser geeignet? Weil da hat es auch eine größere Auswirkung. Ja, zum Glück ist der da hochgegangen. Nein! Dreht der ab. Ja, im Vergleich zu einem Shooter oder so, ja, das stimmt. Nicht rein. Oh, ich hab keinen einzigen Schlüssel. Das ist sehr schade. Das ist sehr, sehr schade. Da ist doch der erste. Auch kein Schlüssel. Das ist für dumm, Beutel. Ein Sechserraum? Nein, warum soll ich den machen? Es sieht doch ganz gut aus. Da ist ein X-Raum, zwei Räume unter dem Shop. Hier? Noch ein Raum runter. Nö. Bin ich blind? Das ist zwei Räume unter dem Shop. Da ist kein X-Stein. Ich sehe keinen. So ein Super-X-Stein oder was? Ne, ich sehe keinen. Falls doch, sag doch mal Bescheid. Das sind alles unterschiedliche Pillen, nee. Zweite Stein von links unten. Ich guck gleich. Hier. Oh ja, da, ich seh's. Danke. Oh nice, guck mal. Dankeschön. Der war so ein bisschen versteckt hinter dem anderen, habe ich nicht gesehen, ganz ehrlich. Ich will noch einen Schlüssel haben, um da reinzukommen. Fuck. Da wollte ich zu viel. Nice. Schade. Zweiter Stein von links unten. Ja, passt doch.
Oh, ist weg. Unfair, unfair. Oh! Schlüssel, yes. Nochmal der Elgis, okay. Auch echt nur einen getroffen. Ja, komm. Mehr brauche ich hier gar nicht mehr. Nee, kann ich glaube ich nicht. Dann müsste ich ja das hier auch kaputt machen können. Ich probiere es mal, aber ich glaube nicht. Jetzt gucken wir erstmal, was da drüben drin ist mit den zwei Schlüsseln. Dreier ist komplett useless, ne? Vielleicht geht's aber auch. Oh, doch, geht. Cool. Den Boss noch gar nicht gefunden. Hey, High Five, Ionius. Toll. Schade. Danke für den Tipp. Alter. Ja. Jetzt muss ich mir noch mal ganz kurz durchlesen, wie die Crown funktioniert. Ups, das war falsch. I see Dark Princess Crown. Ich check das nie. Crown. Das ist die rote, ne? Exactly one full red heart. Okay, dann bringt das nix, ne? Weil ich hab ja kein one full red heart. Aber da gibt die zufällig noch ein HP. Anytime your health changes to be not exactly, lose the effect. Aber dann muss man sich doch mal zu Wort melden. Natürlich, wenn der Gobby so einen Fehler macht, dann muss man sich zu Wort melden. Okay. Jo, wir sehen noch was. Ich habe gerade bei mir in der Stream-Vorschau Network Error. Warte mal, ich muss mal refreshen. Deine Stream-Zusammenfassung steht bereit. Was ist das denn Geiles? Das gucke ich mir nachher mal an. Cooles neues Feature anscheinend. Was ist, kann mir mal einer dieses von Twitch, dieses Raid-Tool erklären? Ah, ich denke nie an den Polaroid-Effekt, hast du recht. Und ich habe ja Dark Bum, ne? Stream läuft noch, top. Das sind noch so Kleinigkeiten, die mich von einem richtig guten Isaac-Spieler trennen.
Die war komplett in den Sand gesetzt. Hätte ich wirklich machen sollen, wegen dem Polaroid-Effekt. Hast du vollkommen recht. Oh, nice. Zweites Kapital? Glaub schon, ne? Ne, erstes, oder? Erstes müsste das sein, ja. Alter, das ist ein Chaosraum. Lass mich zwei Herzen, warten wir mal vielleicht. Oh! Komm, wir machen's. Für Guppy! Oh, nice. Oh, Sensen. Gerne! Es ist schon wieder ein XL. Dreimal XL. Das dritte Mal XL, oder? Ja, ich meine das Rating. Genau. Und ich hatte schon Guppys Paw. Danke. Also fehlt nur noch ein Item. Dankeschön. Oh, ich bin so blöd, ich weiß, dass der da kommt. Naja, jetzt habe ich ja wenigstens Polaroid, ne? Nice, optimalst. Ah, die geht doch nochmal weg. Schon drin. Ein sogenannter Twitch-Raid, wenn du deinen Zuschauer zu einem bestimmten anderen Streamer schickst, ein Twitch-Raid findet normalerweise statt, wenn du mit dem Streamer aufhörst. Was ist dann Achso, der Raid heißt, wechselt da wirklich hin und schreibt da den Chat voll. Bei einem Host seid ihr ja nicht automatisch im Channel drin, ne? Und ich glaube, dann kriegt der irgendwie eine Message, ob er den Raid überhaupt annehmen will. Wie rate ich? Die Basics. Teile einem Zuschauer mit dem Link einen anderen Streamer. Also, deinen Zuschauern mit dem Link einen anderen Streamer raten sollen. Sag deinen Zuschauern eine Rate-Mitteilung. Gorbi Army. Die Gami. Ja, wir nennen es Gami. Okay. Also, ist einfach ein Host, bei dem ich dann sage. Spam den Chat voll. Okay, verstanden. Also hosten tue ich ja jedes Mal. Aber ihr könnt dann schreiben, wann ihr wollt. Und wenn ihr nicht wollt, dann schreibt ihr nicht. Ne? Sensen war jetzt richtig geil. Da muss man ja mal sagen, Sensen war richtig großartig. Er hat's überlebt. Mensch. Da kommt noch einer. Zwei sogar. Der schießt durch den Felsen durch. Deiner Arsch. Oh Gott, ich hab gedacht, der trifft mich. Und eine Spinne. Danke, Darkbarm.
Wir gehen hin und helfen sogar einen kleinen Streamern, beenden aber ihren eigenen Stream nicht. Ja, das habe ich schon gesehen bei Commander Krieger oder bei Bonk hat das auch teilweise mal gemacht, so die ganz großen, ne? Also mir ist noch leider sowas noch nicht passiert. Ah, die habe ich versemmelt. Die war schön. Yo, hau ab. Nice. Ja, aber der ist immer noch recht großer Streamer. Ne? Er hat schon oft noch 1000 Leute und so. Das ist schon Wahnsinn. Da geht schon was. Er kann zumindest davon leben. Oh, Left Hand ablegen. Wahrscheinlich kommt jetzt eh Curse of the Blind, wenn das Curse of the Blind heißt oder Unknown, ich weiß nicht genau wie. Aber das verstehe ich auch nicht. Zum Beispiel, teile deinen Zuschauern mit dem Link des anderen Streamers mit, wohin sie raiden sollen. Das mache ich ja automatisch, indem ich jemanden hoste. Dann könnt ihr ja da alle automatisch hin. Warum soll ich das denn vorher hin sagen? Die Frage ist jetzt nur, was hilft das? Also kriegt sie dann eine Message? Was ist jetzt? Ich habe den Unterschied zwischen Raiden und Hosten nicht verstanden. Außer, dass ihr spammen sollt. Aber irgendwas habe ich gelesen, dass der Streamer dann eine Message bekommt. Nee, zum Hosten muss ich nicht ausmachen. Warum muss ich das ausmachen? Ich hoste, dann seht ihr mein Bild nimmer und seht das von Reni zum Beispiel. Oder? Wenn ich normal hoste, seht ihr das nicht? Doch, oder? Doch, irgendwas haben sie implementiert. Habe ich vorhin eine Meldung. Toll. Toll. Oh, kein Schlüssel mehr. Oh Gott. Justice. Duckbomb. Vergesse ich auch sehr oft. Kann aber auch Guppy bringen, das stimmt. Ja, aber Twitch hat irgendwas Neues gemacht. Ich habe es nur nicht ganz verstanden. Also irgendwie muss Reni, oder dementsprechend, wenn ich dann halt hoste, raide, muss das annehmen, damit halt nicht der Chat überlastet wird und so. Nein! Lass noch nicht durch, Leute. Wer war da oben jetzt dicht? Ja. War das nett? Es gibt noch ein bisschen Damage. Es bringt leider nichts. Da ich Curse of the, ich sehe nichts habe. Was? Die Herzchen, Leute, das wird sau eng. Gefährlich.
Alter, ist der schnell. OMG. Lass mich da durch. Ulto. Raiden geht so, dass ein großer Streamer zu sein und in Unterhaltung der Zuschauer einen kleinen Streamer aufsucht. Er macht dann den Stream von demjenigen auf und alle seine Viewer kommen dahin, daraus folgt, dieser kleine Streamer einen Push bekommt. Ja, aber das ging ja vorher auch schon, ne? Das verstehe ich schon alles. Aber was ist jetzt der Unterschied? Ja, wer schaut denn da vorbei? Guck mal, Rainy raidet mich. Hi Rainy und hi Rainy Muffins. Grüß Gott. So. So. I ging fast, Charm. Ja, und der König natürlich. Hier, die Prinzessin ist ja schon hier, ne? Run darf ich eigentlich nicht mal verkacken jetzt, ne? Die Feder ist auch nicht schlecht. Hier, Darkbun. Eine Rolle vielleicht. Nein. Ja. Kann mir mal einer erklären, wie man einen X-Stein in Wurms erkennt? Ja, da ist auch ein Kreuzchen drauf, aber das ist verdammt schwer. Ich sehe es auch meistens so, wenn mich irgendjemand drauf aufmerksam macht. Dampfhammer, danke für den Follow. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh, na, Gobi. Okay. Was, jetzt steht da Hami? Hi, Reni, danke für den Host nochmal. Was früher einmal war. Das Leben zieht jeden Tag in jedem Jahr. Tschüss. Oh, nice, danke. René kann ich lesen und hey, hups, Caps Lock. Kein Problem, war nicht so viel Caps, dass der Ankbot rumspinnt. Hi, Kimi. Grüß dich. So. Ah, falscher Mob, falscher Mob, falscher Mob. Ja, sich hin. Nice. Ah, shit. Hat
Hatten wir die schon? Nee. Immer sind die Frauen schuld, ja? Was? Niemals, vielleicht zu hektisch. Dark Bomb. Danke. Kannst du das Spiel ein wenig leiser oder die Musik minimal lauter machen? Nein, jetzt nimmer. Für den Song oder was? Ist ja gleich durch hier. Boah, ich mach trotzdem nicht genug Schaden, ne? Um den hier zu töten, bevor Elgis ausläuft. Krass, ne? Nice. 4. Läuft. Mann. Hätte ich damals da vor zwei, nee, gestern den Streaknut verbummelt, ne? Da wären wir jetzt fast bei den 30. Schade. Dann wären wir bei, wir wären gewesen 24 und jetzt wieder 4, dann wären wir jetzt bei 28. Krass. Ah, der Mod, da schlägt er zu. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich dir da irgendwie Rechte geben muss, Kimi. Ich habe das dann nie irgendwie angefasst. Ja, Reni, jetzt kann ich dich ja gar nicht mehr hosten. Jetzt wollte ich dich hosten, jetzt kann ich dich gar nicht mehr hosten. Raiden wollte ich dich. Das ist ja das neue Wort hier. Ne?